Liebe Spaßgesellschaft, ein ganz wunderschönes Ahoi Ahoi und willkommen zurück bei einer weiteren Folge Let's Play Rescue HQ. Wir haben ja beim letzten Mal unsere wunderschönen neuen Modelle hier gesehen. Von diesen wunderschönen Polizeiautos, die einen Modder, der gute Ed Someone, gemacht hat. Ich frage mich, ob der wirklich so heißt oder ob den, keine Ahnung, ob die sich einfach nur bei jemandem, der es zugesandt hat, bedankt haben. Das weiß man nicht so genau, aber ist ja auch letzten Endes egal. Hauptsache, wir haben die Modelle. Und was auch haben, ist ein weiterer Bewerber, wofür diesmal wieder Polizei, ab in die Tagesschicht mit dir und dann sind wir da auch durch. Das heißt, du kannst dich lieber dran setzen und mal ein paar Fälle bearbeiten. Machst du jetzt auch direkt, sehr schön. Also Akten bearbeiten, stimmt, Fälle haben wir ja noch nicht. Müssen wir erst noch freischalten. Ja, jetzt die große Quiz war, was machen wir? Ich würde fast sagen, erstmal die K9-Einheiten, da die uns ja beim letzten Mal leider fehlten. Machen erstmal nur eine. Ich hoffe, dass das ausreichend ist. Fürs Erste natürlich. Perspektivisch kann man über mehr nachdenken. Apropos perspektivisch über mehr nachdenken. Bei den Kühlschränken sollten wir auch mal nachbessern. Ich überlege gerade, wenn ich hier den Gang schmaler machen würde, könnte ich und den Fitnessraum verlegen würde, dann könnte ich die beiden Räume ein Feld breiter machen und hätte damit, glaube ich, noch eine Reihe an Duschen bzw. Kühlschränken gewonnen, platztechnisch. Aber gut, schauen wir mal. Erstmal die Einsätze. Was haben wir da? Ja, passt ja. Dann kommt hier die Drehleiter hin. Taube steckt einen Lüftungsschacht fest. Und was haben wir hier? Ein Hausbrand. Okay, da muss schon ein bisschen mehr ran. So. Wie schaut's hier aus? Scharmützel unter Sportfans. Ja, dann scharmützelt doch mal miteinander. Ich guck mal, ob 4 Polizisten reichen. Ja, perfekt. Und direkt Schichtwechsel. Wunderbar. Jetzt haben wir wieder alle Kapazitäten hier offen. Also, ne, ich meine hier die Kapazitäten, weil die jetzt hier wieder genug Fälle abarbeiten können. 2 weitere Bewerber. Ein Medic ab in die Tagesschicht und du kommst auch in die Tagesschicht. So, sich zersetzender Bewohner. Oha. Das ist natürlich gar nicht gut, was mich daran erinnert, dass wir noch keinen Kontaminationsanzug haben. Aber es reicht Gott sei Dank auch so für die 100%. Was haben wir? Angriff in der Wildnis, den kennen wir ja schon. Ich habe keine Fahrzeuge mehr. Ach, der eine kommt jetzt gleich wieder, sehr gut. Na, Gott sei Dank. So. Aber da müssen wir echt mal gucken, dass wir auch alsbald am besten diesen Arztbus nehmen, weil der hat ja, das war doch, glaube ich, der mit der Ausrüstung. Ja, der hat nämlich die ganze Ausrüstung drin. Dann können wir auch theoretisch die Wange komplett ersetzen, weil hier passen im Zweifel mehr Leute rein und er hat halt die ganze Ausrüstung dabei. Und hat auch wesentlich mehr Plätze. Also der ist in jeder Hinsicht besser. Ist zwar auch teurer, ja, aber macht, denke ich, mehr Sinn. Genauso wie es hier eigentlich, wenn ich drüber nachdenke, ein bisschen sinnlos war, dass wir uns das einfache Polizeiauto geholt haben, weil ist ja auch kein Blumentopf mit gewonnen. Man kriegt ja keinen Abzug dadurch, wenn man einen Wagen hat, wo viele Leute reinpassen, aber nicht viele Leute reinsteckt, also. Naja, gut, also ist jetzt halt so. Dann würde ich sagen, lasst uns erstmal den Trainingsraum hier hochlegen. So. Dann verlegen wir mal ein paar Gerätschaften. Kriegen wir dich da? Ja, komm, wir stellen mal die Handelbänke dahin. Und dich stellen wir dahin. So. Da nehmen wir natürlich gerne das Geld. Und hier machen wir mal die Gegend leer.
würde es auch sehr begrüßen, wenn du dich da jetzt mal raus verpieseln würdest. Perfekt. So, ich möchte jetzt natürlich nicht nochmal so ein Finanzfiasko haben, deswegen muss ich natürlich gucken, wann ich mir ein neues Fahrzeug oder so hole. Nicht so wie letztes Mal, wo ich dann direkt am letzten Wochentag nochmal schnell Geld rausgehauen habe und wir deswegen leider das Rathaus berühren. Wir haben die meisten der wirklich gefährlichen Schusswaffen von den Straßencrews geborgen. Die richtigen Gangster des Verbrechersyndikats sind jedoch immer noch schwer bewaffnet. Danke fürs Unterbrechen. Jetzt habe ich tatsächlich den Faden verloren und vergessen, was ich sagen wollte. Ach ja, ich musste das Rathausbudget beim letzten Mal leider anzapfen. Tja, da machst du nichts, ne? Ja, die Kühlschränke taten auf jeden Fall gut. Könnt ihr jetzt natürlich auch überlegen, ob man da hier diese Kochnischen hinmacht. Sieht man da eigentlich irgendwelche Unterschiede hier schon? Nee, nicht wirklich. Auch geil, ein schöner Ort zum Essen, Ausruhen und für Gespräche mit Freunden und um zu tanzen. Aber sag es Fabian nicht oder er will Screenshots der Widerling. Reduziert die Erschöpfung, erhöht die Entspannung. Fabian, du bist aber auch ein Widerling. Aber ihr wisst ja besser widerlich als widerlich. So, die Schreibarbeit wird auch immer weniger, die Akten werden dafür immer mehr. Ich glaube, wir müssten auch mal bei Gelegenheit dann uns einen zweiten Tisch ranholen, um aus Akten Fälle zu machen. Wir haben 4, die aus Schreibarbeit Akten machen, aber nur einen, der aus Akten Fälle macht. Nicht, dass wir jetzt überhaupt eine Möglichkeit hätten, die Fälle aufzubewahren. Ah, wobei, Moment, wisst ihr was? Das machen wir mal als erstes. Auch wenn wir die Fälle noch nicht abarbeiten können, aber früher oder später werden wir ja auch das hinkriegen. Brand im Industriegebiet. Eieiei. Das ist natürlich gar nicht gut. Was haben wir hier? Hausbrand. Ja, guck, dann machen wir hier. Macht ihr für den Einsatz? Da brauchen wir auf jeden Fall mehr Leute. Boah, wir haben aber echt nicht gerade Leute mit viel Erfahrung hier. Also einen super Typen haben wir, aber ansonsten eher Noobs. Aber gut, wir hatten auch sehr wenige Einsätze, muss man sagen, ne? Und wir haben auch letzten Endes nur 2 Trainingsgeräte für Feuerwehrleute. Das müssen wir auch mal ändern. Können ja, wir müssen ja jetzt, klar, wir sollten diese Sachen auch mal freischalten, aber ich glaube so mit den mit der Wassernummer ist auch schon mal erstmal den Feuerwehrleuten geholfen, wenn die daran noch ein bisschen trainieren können. Hoffe ich jetzt zumindest einfach mal, dass dann auch mal trainiert wird. Und Schichtwechsel. Irgendwie kommen die Einsätze gefühlt immer kurz vor Schichtende, was ich eigentlich ziemlich gut finde, weil so können die Polizeilehrer hier schon Schreibarbeit und Akten wegarbeiten. Was mich daran erinnert, dass ich einen zweiten Tisch zur Aktenverarbeitung haben will. So, hier Akten in einem Fall. So, das waren 2 schnelle Feuerwehreinsätze. Schön. Hoffentlich kommt jetzt auch noch ein bisschen was. Nicht, dass wir uns jetzt langweilen. Noch ein Feuerwehrmann, sehr schön. Ich würde sagen, danach kann er auch erstmal seine Arbeit hier einstellen. Weil das, ich glaube, dann ist unsere Personaldecke erst einmal dick genug. Lassen wir das mal. Aber ich merke schon, ich glaube, ich werde den Platz hier auf jeden Fall noch fürs Büro brauchen. Weil wenn wir irgendwann mal unser Beweislager haben, das wird so viel Platz schlucken.
Wir brauchen ja auch noch Platz für die Tafeln und ach. Ja, da brauchen wir auf jeden Fall noch einiges. Perspektivisch fand ich auch den Schießstand recht geil. Den könnte man vielleicht auch hier noch hinmachen, wenn man es denn will. So. Wieder ein Löscheinsatz. Wieder ein... Nein, diesmal ein Feuer in einem Gewerbegebäude. Okay. Nehmen wir dich. Und ab dafür. So, Polizeieinsatz. Aha, ein Ladenraub. Den macht er hier ganz alleine, der Badass. Und er gibt 110%, weil er so ein Badass ist. Sehr schön. Da kannst du auch alleine hin. Und ihr fahrt mit und sackt die betrunkenen Touristen ein. Oder den betrunkenen Touristen. So, es ist tatsächlich passiert. Jetzt haben wir keine Schreibarbeit mehr. Okay, ja, neulich noch so am Rumnullen. Die Schreibarbeit muss weg. Na, und jetzt haben wir nichts mehr. Ja, toll. So, aber da wir schon wissen, dass wir den Raum brauchen werden, mache ich jetzt hier schon mal... Uff! Und euch packe ich mal hier aus der Raumesmitte nach da hinten. Da passt der nämlich auch noch prima hin. Und du könntest zum Beispiel... Ja, da jetzt eher weniger, aber da könntest du hin. Wollen wir noch einen Bewerber versuchen? Ach ja, Medics suchen wir noch. So, neue Einsätze, sehr schön. Advent, Advent, die Hütte brennt. Ein Haus brennt. Warum sind da eigentlich immer so gelbe Lampen drüber? Das verstehe ich irgendwie noch nicht so ganz. Weil das etwas... Ah, ich glaube, weil das etwas ist, was wir hier brauchen. Wir brauchen jetzt zum Beispiel hier keine Disziplin. Ah, warte mal, ich sehe gerade, wenn man dahin geht, ein Problem. So. Ja, müssen wir genau den falschen Wagen. Obwohl, wisst ihr was? Der eine ist ja gleich wieder da. Ich hoffe, dass das der richtige ist. Aber wobei ist ja nur ein Einsatz gerade. Stimmt. Hallo? Du bist doch jetzt gar nicht mehr im Einsatz. Erzähl doch nicht. So, geht doch. Nehmen wir dich, dich und dich. Und gib ihm. So, da brauchen wir jetzt nur die Drehleiter und drei Leute. Wieder eine Taube, die im Lüftungsschacht feststeckt. Und Überwachung. Das macht ihr drei. Ein neuer Verdächtiger, sehr gut. Heißt wieder Informationen rausprügeln und Geld kassieren. Klingt eigentlich nach einem Traumberuf, wenn man Aggressionsprobleme hat. Und Geldprobleme. Ah, jetzt stürmen sie wieder alle den Boiler. Frisch vom Einsatz ruft schon der nächste Einsatz auf der Keramik. Wie das halt manchmal so ist, ne? Tja, und schon haben wir wieder gefühlt gerade nichts zu tun, aber auch nur aus dem einfachen Grund, weil wir nichts zu bauen haben und weil wir finanziell eigentlich ganz gut dastehen, aber sobald das nächste Auto kommt, wird das natürlich wieder eine Katastrophe. Warte mal, ich könnte hier hinten doch eigentlich mal eine Tür machen, dass die ein bisschen schneller an ihre Zielorte kommen. So. Und wieder Geld und Punkte. Zum Ausgeben. Reicht aber für nichts, außer für diese Sitzecke. Ein Spiegel. Ach, den kann man umsonst freischalten. Ja, dann mache ich das doch mal. Hä, warum habe ich jetzt hier... Kann ich jetzt erst die Sachen freischalten oder hat er mir das vorher noch nicht angezeigt? Ach nee, ich glaube, ich habe dadurch jetzt Punkte bekommen. Cool. Ja, was es nicht alles gibt, ne? Da die Sachen brauchen wir jetzt aktuell, glaube ich, erst einmal nicht. Garage, was können wir... Ach, ja gut, den brauchen wir, glaube ich, auch nicht. Erstmal nicht. Also ich will auf jeden Fall
den hier sowieso haben, aber da, den können wir uns erst nächste Woche leisten, weil der 1200 Punkte kostet, wir aber nur maximal 1000 haben können. Das heißt, wir gucken danach erst einmal nach einem Feuerwehrauto. Und ich würde sagen, wir nehmen den hier, weil der halt diverse Ausrüstungsgegenstände dabei hat. Oh, der hätte natürlich noch mehr und hat einen Waldbrandbonus. Ja, können wir mich mit beiden anfreunden. Da passt aber insgesamt weniger Ausrüstung ein, deswegen wäre der, glaube ich, gar nicht verkehrt. Ja, die niedrigen FPS sind mir egal. Das ist ja nur, weil mein Rechner inzwischen leider gar nicht mehr so brandaktuell ist. Das wird sich aber bald ändern. Und wird dann wieder im Real Life ein bisschen Geld in die Hand genommen und mal ein bisschen aufgeräumt. So, ab in die Tagesschicht mit dir. Schwing! Oha, du bist erfahrener geworden und sehr müde. Ja, dann ab ins Bett und schlaf ein wenig über deine Erfahrung. Träum von ihr. Von der ganzen Kompetenz, die du jetzt hast. Oh je, wir haben bald keinen Platz mehr für Fälle. Da sollten wir auf jeden Fall mal nachjustieren. So, direkt drei Einsätze auf einmal. Rücksichtsloser Hedonismus, was ist das denn? Verdammte langhaarige Dummköpfe haben im Wald geraucht. Normalerweise bin ich der Letzte, der eine Party unterbricht, aber eigentlich ist es ihre Aufgabe, mich von dieser Last zu entlasten. Senden Sie diesmal die Partyschreckpolizei zusammen mit einer demonstrativen Brandschutztruppe aus. Oha. So. Hier Löschwasser. So. Weil da reicht ja schon einer. So, wie schaut's hier aus? Da brauchen wir nur die Axt. Das heißt, das ist egal. Entschuldigt bitte, ich hatte gerade irgendwie einen Knoten in der Zunge. So, gib ihm. Und noch das Chase-Car hinterher. Zack. Und fertig ist die Kiste. Und so schnell kommt wieder Geld rein. Traumhaft. Ach, im Handlungsraum können wir jetzt wieder mehr machen. Ach ja, stimmt, kommen wir ja gerade schon. Ich vergaß. Was brauchen wir hier eigentlich? SWAT-Ausrüstung, Scharfschützenausrüstung und Polizeiaufgabe. Oh, dann sollten wir vielleicht doch mal gucken, dass wir die Schutzausrüstung haben. Wobei, ich würde sagen, wir warten einfach, bis der Einsatz kommt. Da können wir nämlich sehen, ob wir vielleicht mit dem gegebenen Material, was wir... Wir haben ja hier schon zwei Schutzausrüstungen drin. Vielleicht reicht das ja auch. Das weiß ich jetzt gerade natürlich noch nicht. Deswegen, da müssen wir uns noch ein klein wenig gedulden und dann sind wir da ein Stück weit schlauer. Zumindest in der Theorie, aber ich denke in der Praxis auch. Also, da bin ich durchaus ein bisschen optimistisch. Ich überlege gerade, was hier beim Klo mehr Sinn macht. Wenn wir jetzt sagen, wir erweitern das. Macht das Sinn, noch eine Reihe Klos hinzuzufügen oder noch eine Reihe Duschen? Ich würde fast sagen, noch eine Reihe Klos, weil ich glaube, das... Reinigkeitsbedürfnis, ja, das wird schon beim Waschbecken mit abgefrühstückt. Da wären Klos, glaube ich, ein bisschen sinniger. Also, sinnig wäre natürlich beides, klar, aber Klos dann doch ein Stück weit mehr. So, ihr Lieben, diesmal werde ich nicht überziehen. Wir machen an der Stelle einen kleinen Break. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Wir gucken noch ein bisschen zum Ausgang bei der Fressorgel zu. So, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Sikowski.